Willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, wir sind auf einem neuen Planeten gelandet. Momentchen mal eben so Taschenlampe an, damit man ein bisschen was sieht. Es ist natürlich mal wieder Nacht, wie häufig. Aber was soll's, wir werden uns hier schon durchkämpfen. So, bei der Gelegenheit, ich habe hier noch jede Menge Dinge, die ich erstmal hier entdecken muss, beziehungsweise analysieren muss. Sondern hier schönes. Kadroglotheum oder so. Alter, ausgereift, Wurzelstruktur umfassend, Nährstoffquelle, Osmose. Anmerkungen, geruchlos. Und Primärelement ist Kohlenstoff. Oh, genau. Ah, bei der Gelegenheit, das kann ich direkt nochmal machen. Wir haben hier noch einiges, das hatte ich gerade da. Nehmen mal dieses Teil hier. Da haben wir einen Kohlenstoffkristall. Primärelement verdichteter Kohlenstoff. Da brauchen wir wahrscheinlich ein anderes, beziehungsweise ein verbessertes Abbaugerät. So, aktuelles Missionsziel. Baue Kupfer ab, um den Basiscomputer zu bauen. Genau, das ist das, was wir machen wollen müssen. Zum Abbau von Kupfer benötigst du einen Terrain-Manipulator. Ich will mal Terra-Manipulator sagen. Terrain-Manipulator. Wähle die Terrain-Manipulation im Protokoll P aus. Im Moment, das sollte man vielleicht mal gerade machen. Entschuldigung, da muss ich ein bisschen auf die Tastatur gucken. Beim Terrain-Manipulator handelt es sich um einen fortgeschrittenen Multi-Werkzeugaufsatz, mit dem der Benutzer große Ressourcenansammlungen abbauen und sich durch den Untergrund graben kann. Installiere einen Terrain-Manipulator im Multi-Werkzeug, um die zum Bau einer Basis nötigen Materialien abzubauen. So, genau, das ist das, was ansteht. Und da muss ich jetzt erstmal nochmal gucken. Einen Moment, das geht immer noch über E. Das ist dieses Teil. Genau, wir brauchen Kohlenwasserstoff, Nanorohre, 2 Stück und einmal die Wasserstoffgelee. Ja, dann will ich doch sagen, mal ab in den Exo-Anzug, wenn es denn irgendwie geht. Und von diesen Nanorohren bauen und einmal das Wasserstoff-Gelee und dann gucken wir doch mal, ob wir diesen Terrain-Manipulator bauen können. Damit hätten wir ihn. So, gefüttert wird der mit metallischen Elementen, das heißt also alles, was irgendwie Metall ist, rein damit. Könnte ich sonst noch... Achso, den Blitzwerfer, das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme. Ja, chromatisches Metall ist noch nicht, da fehlt mir dann also zumindest sowas wie Kupfer oder so. Kohlenwasserstoff, Nanorohre, 3 Stück, die könnte man schon mal basteln. Wie viel Kohlenstoff habe ich? Ich müsste wahrscheinlich wieder ein bisschen was abbauen. Ja, kann ich schaden. Kohlenstoff, Nano, Dingenskirchen, was brauchen die? 50, das ist nicht wenig. Kann ich den abbauen? Nee, das hätte mich auch gewundert. So, genau, jetzt kann ich, entsprechend. Achso, das war der Terrain-Manipulator. Deshalb konnte ich das nicht abbauen. Der war automatisch aktiv. Da hatte ich jetzt nicht dran gedacht, dass der das umstellt, sobald man das Ding einbaut. Dann gehe ich jetzt nochmal auf den Minenleser in der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Verdichteter, weil es wird irgendwie nichts angezeigt. Ich versuche mein Glück. Mit der Kohlenstoff. Sehr schön. Nicht verkehrt. So. Wir haben hier immer noch... die ist immer noch nicht.
Das ist eine andere, muss eine andere sein als die, die ich vorhin gescannt habe, weil die sieht ja ziemlich ähnlich. Oder da ist irgendwas noch dahinter oder so. Nee, eigentlich nicht. Perivulausio. Ich habe keine Ahnung. Lausia. Alter. Jahrzehnte alt. Wurzelstruktur. Herkömmlich. Nährstoffquelle. Membrankompression. Mhm. Anmerkungen. Schnell mutierend. Oha. Primärelement ist Kohlenstoff und Sekundärelement ist Sauerstoff. Ist mir beides sehr willkommen. Kapum. Und das ist die andere Variante. Die sehen sich sehr ähnlich. So. Da ich auch immer wieder ein bisschen Sauerstoff gebrauchen kann. Einmal den. Und den Collision auch nochmal. So, was sagt das? Sind hier die Zustände? Bringt da mal so ein bisschen Ordnung rein. Mach das mal anders. Ich mach die mal hier hin. Obwohl, das ist, glaube ich, egal. Kohlenstoff, verdichteter Kohlenstoff. Da haben wir hier Sauerstoff. Beziehungsweise. Mal hier hin. So, okay. Dann lass uns noch ein wenig Kohlenstoff abbauen und ein wenig ja, alles, was man so findet. Auch dieses wird immer wieder gebraucht. Wasserstoff. Kristall. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge zu entdecken. Auch das muss natürlich immer wieder gemacht werden. Damit wir wissen, was wir da abbauen und auch herausfinden können, welche Sekundärelemente, sofern vorhanden, mit abgebaut werden können. So. Jetzt haben wir das große Glück, von den Wächtern in Frieden gelassen zu werden. Das ist schon mal sehr gut. Moment. Kurz räuspern. So, okay. Da gibt es Natrium. Die Wasserstoff. Oh, ein Tierchen. Lauf doch nicht weg, ich will da nichts tun. Ich will nur gucken, was du denn bist. Und da haben wir einen Meilenstein erreicht. Humlor, 10 KS zurückgelegt. Ja, ist doch auch schön. Ja, würdest du. Ich danke, ich würde ganz gerne hier Tierchen und so scannen können. Die Wasserstoff, das glaube ich weniger, dass das die Wasserstoff ist. Ah, jetzt allein. Ein. Hä? Nee, das war es nicht. Doch, Portafium, voll entwickelt. Typ Alpha, Verhalten, ständig in Bewegung. Ja, das habe ich feststellen können. Nahrung, futtersuchende Knollen. Hä? Aha. Gewichtgröße 82,9 Kilogramm bei einer Größe von 0,8 Metern. Anmerkung, bewegliche Gelenke. Wäre für ein Wesen, das sich ständig bewegt, auch durchaus zu empfehlen. So. Es wird hell, dann brauche ich die Taschenlampe nicht mehr. Ich glaube, die ausschalten, das macht es automatisch. Nur mit dem Einschalten, das ist irgendwie ein Problem. Ich habe hier immer noch nicht alle sich in der Nähe befindlichen Pflanzen gescannt. Elbotbucera. Alter, zeitlose Wurzelstruktur verborgen. Nährstoffquelle Beschwörung. Anmerkungen, brennbare Frucht. Primärelement ist Kohlenstoff und Sekundärelement ist Morditz. Und Ethel, was ist er hier? Der witzig aus.
Alter, achso, Y-Solicium. Alter, einige Tage alt, Wurzelstruktur eingeschränkt, Nährstoffquelle, unterirdischer Schatz. Anmerkungen, empfindungsfähige Frucht, Primärelement ist Kohlenstoff und Sekundärelement ist Radon. Radon. Interessant, interessant. Dann hätten wir hier ein Mineral. Jukovskit. Metallanteil 66%, Entstehungsprozess magnetische Anziehung. Anmerkungen, schmilzt leicht. Primärelement ist Ferritstaub und Sekundärelement Paraffinium. Gescannt habe ich den noch nicht. Elzentireria. Alter, erneuernd. Wurzelstruktur verzweigt. Nährstoffquelle sublimierter Stickstoff. Anmerkungen genetisch vielfältig. Primärelement ist Sauerstoff. Dinger sind immer ein bisschen gefährlich. So, okay. Wir brauchen nochmal was. Wir brauchen, war das Kupfer? Nein, ich müsste irgendwie Multiwerkzeug für das Ding. Achso, nee, das war der. Nee. Moment. Na gut, wo ich gerade mal hier bin. Ach, tanken. Ich geh mal ganz kurz. Genau. Kupfer brauchen wir, um da dieses. Dingensbummens, Bummens, diesen Collision dazu bauen, diesen Basiscomputer. So, vor lauter Scannen komme ich hier zu nix. V-Light, Metallanteil 59%, Entstehungsprozess Pflanzenablagerungen, Anmerkungen unerwartet aufnahmefähig. Primärelement ist Ferritstaub und Sekundärelement ist auch hier Paraffinum. Okay. Gut, wir suchen mal, halt mal Ausschau nach Kupfer. Da hätten wir ein außerirdisches Artefakt. Das markiere ich mir mal eben. Dann hätten wir hier hinten diesen netten kleinen Hüpfer. Ein Tier, oha. P. Bovinlaxusica. Alter, erwachsen. Typ weiblich, Verhalten schreckhaft. Nahrung, futtersuchende Knolle. Gewichtsgröße, na, bleib's wohl. 49,8 Kilogramm bei 0,9 Meter. Und Anmerkungen: Chromatophor. Was auch immer uns der Kollege damit sagen will. Okay. Achso, genau. Artefakt. Ja, gleich in der Nähe. Bei der Gelegenheit. Nehmen wir das doch einfach mal mit. Hier gibt es auch fliegendes Personal, sehe ich gerade. Die sind immer ein bisschen schwierig zu bekommen. Ja. Mach schon. Ah, sehr schön. J-Stern Lufusosa. Alter, ältlich. Moment. Jetzt habe ich da was anderes drin. Das ist nicht so gut. Typ rational, Verhalten äußerst vorsichtig. Nahrung gräbt nach Knollen. Ich würde das schon ganz gerne hier komplett irgendwie rüberkriegen, wenn das auch machbar wäre. Größe 49 Kilogramm bei einer gewissen Größe. Egal, gucken wir es anderen aus. Wir haben noch eine andere Möglichkeit. Momentchen mal, das muss man doch gar nicht so machen. Nandos, reiß dich zusammen. Entdeckungen, da. Gehen wir doch einfach mal auf die Spezies. So, da haben wir es auch wesentlich einfacher. So, genau, was war das? Gewicht, Größe 97,3 Kilogramm bei einer Größe von 1,10 Meter. Anmerkung, schlechtes Orientierungsvermögen soll das wahrscheinlich heißen. Für ein fliegendes Wesen ist das aber ein bisschen happig.
mit Orientieren und so. Gut. Wir verdienen uns ein paar Nanithaufen bei dieser Gelegenheit. Okay, soweit dazu. Weiter geht's. Da hätten wir das außerirdische Artefakt. Und die Erinnerung der Witkin oder Witkin. Huch. Ja, was auch immer. Tupang, Turpang, Turpang, Jik, Jik, Jik. Was immer ihr uns sagen mag. Der Stein schwingt und erzeugt ein Geräusch, das meine Gedanken vereinnahmt. Eine Vision beginnt, Gestalt anzunehmen. Ich sehe zwei große Aliens, die miteinander kämpfen. Irgendwann besiegt einer den anderen und lässt ihn verblutend zurück. Mit letzter Kraft zeigt der besiegte Alien in meine Richtung. Okay. Wissen annehmen. Der Name Witkin, ich mache einfach mal Witkin draus. Witkin geistert mir als Echo der seltsamen Vision durch den Kopf und die ich gerade hatte. Ein Wort dieser fremdartigen Sprache hat sich in mein Gehirn eingebrannt. Du hast das Witkin-Wort für Eindringling gelernt. Okay, moin. Oh, das ist der nächste. So, ich suche aber ganz was anderes. Was los? Unbekanntes Gebäude. Da gibt es ein vergrabenes Technologiemodul. Hier hätten wir eine empfindungsfähige Pflanze. Dort gefährliche Flora. Achso, das ist wieder einer von diesen Dingern. Es gibt hier sogar Wächter. Vergrabenes Technologiemodul. Ich sehe kein Kupfer oder so. Das müsste eigentlich hier, ich hoffe, auch zu finden sein. Merken, nicht waschen. Ist jetzt irgendein Haken hat jeder Planet. Das Gefühl. Moment, ich muss mal ganz kurz Meilensteine Entdeckungen. Quatsch. So, wir sind im Augenblick auf diesem Planeten. Mache ich auch mal mit rein. Was finden wir denn hier Schönes? Eiweißperlen, Sternenknollen, Kobalt, Paraffinum und Kupfer gibt es hier. Okay, dann wahrscheinlich nur gerade jetzt nicht hier in der näheren Umgebung. Okay, da kreist ein Wächter rum. Dieses nette Tierchen, das so ein bisschen an einen Pilz erinnert. An einen hüpfenden Pilzen. Das hatten wir auch noch nicht. Stemnipeni. Alter konstant. Aha, Typ unbestimmt. Verhalten nervös. Nahrung, Gravitationsbälle. Gewicht, Größe 94,4 Kilogramm bei 1,50 Meter. Und Anmerkungen, kann nicht ertrinken. Das ist sofort von Vorteil. Du fällst ins Wasser und dir kann nichts passieren. Zumindest also in dieser Hinsicht nicht. Möchte man können. Das würde vieles erleichtern. Oh, Moment, was haben wir denn hier Schönes? Da ist Paraffin. Kobalt. Die hatten wir schon. Na gut, wenn alle Stricke reißen.
werde ich mich in meinen Flieger schwingen und dann müssen wir uns halt ein anderes Gebiet suchen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Bitte, was ist hier? Atmet mich jemand an? Nein. So, die Wasserstoff, da können wir noch jede Menge von verbraten, benötigen, einsammeln, wie auch immer. Das ist wichtig für unser Schiff. Und auch für andere Dinge. Okay, was ist mit diesem? Den haben wir schon in unserer Liste. Oh. Dieses noch nicht. Das ist Zit. Skulneopis. Alter, jugendlich, Wurzelstruktur, herkömmlich, Nährstoffquelle, Photosynthese, Anmerkungen, glasartiger Samen. Primärelement ist Kohlenstoff und Sekundärelement ist Sternenknolle. Okay. Oh ja, sammel Kupfer, erstmal finden. Da ist immer noch der Wächter an diesem Gebäude. Moment. Ein Ressourcendepot. Ah, deswegen ist da der Wächter aktiv. Ressourcendepots sind immer so eine Sache. Da kann man sich zwar mit vergnügen. Die haben dann aber, wie gesagt, ihre eigenen Wächter und die werden immer etwas zudringlich, wenn man da anfängt. Ressourcen, also diese Ressourcen, die da zu finden sind, abzubauen, beziehungsweise diese Gebäude zu öffnen, um an ihre Ressourcen ranzukommen, finden die nicht so gut. Und da ich noch keine vernünftige Waffe habe, also der Zwerfer ist auch noch nicht aktiv, sollte ich mich vor solchen Aktionen erstmal noch vorsichtig distanzieren. So, ja, wenn ich hier nicht bald irgendwie in diese Richtung fündig werde, muss ich wohl oder übel diese nette Gegend hier verlassen, die mir ehrlich gesagt sehr gut gefällt. Also das wäre eigentlich schon hier so ein Ort, wo man überlegen könnte, eine Basis aufzubauen. Vielleicht sollte man das einfach mal tun, falls das jetzt schon geht. Was haben wir hier? Irgendeine Unterwasserpflanze. Vitemupnesia. Alter, jung, Wurzelstruktur bidirektional. Nährstoffquelle, natürlicher Kohlenstoff. Anmerkungen, nistende Motten. Da gibt es gleich noch was. Das ist dieses Gewächs. Kagringel. Oh Gott, die Namen immer. Wie war denn nur? Grimgel, Diem. Kannst du nicht mal rein? Nicht werden. Das ist etwas nervig. Da haben wir ihn. Alter, Jahrhunderte alt. Wurzelstruktur bidirektional. Nährstoffquelle, Photosynthese. Anmerkungen, heimtückisch. Aha. Primärelement ist Kohlenstoff und Sekundärelement ist Koprit. Oh, der hat hier direkt Koprit. Ah, alles klar. Koprit kenne ich durch meine kleine eigene Anfangs Exkursion. Und da musste ich es herstellen. Aus diesem Modrit oder so ähnlich. So, ich brauche ein bisschen Sauerstoff. Das nehmen wir uns einfach mal mit. Da ist noch ein bisschen Sauerstoff. So. Dann haben wir das auch. Ja, tja. Okay, ich kehre mal zum Schiff zurück und dann machen wir uns einfach mal auf den Weg, weil ich glaube, mit dem Kupfer werden wir hier nicht glücklich werden. Der Planet hat wohl welches, angeblich. Aber nicht hier in dieser näheren Umgebung. Das andere Gebirge, was wir da ja finden konnten oder gefunden haben, beziehungsweise was uns da angezeigt wurde, das war ja nicht das Richtige. So. Okay, dann hätten wir das auch.
Sauerstoff, O2, alles Mögliche, aber nicht die Dinge, die ich benötige. Oh. Ja. Nun gut, nur mal der Neugierde halber. Achso, ich kann ja noch nichts bauen, logisch. Ich muss ja erstmal hier den Basiscomputer bauen. Dann habe ich mit meinen Gedanken schon wieder ein Stückchen weiter als das, was real im Augenblick möglich ist. Gut. Lange Rede, kurzer Unsinn. Rinnen in den Raumer. Halte mal ganz kurz um. Und dann. Geht's weiter. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte für den und dann wollte ich da und dann wollte ich nachgucken, wie das hier mit dem umgewandten, bekannten Gebäude aussieht. Also vielleicht ein bisschen höher gehen, sonst gleich bumm. Und ich hänge an den Pflanzen fest. Kurz, kleinen Moment. Gebäude, wo bist du? Da. Ein bekanntes Gebäude ist manchmal hier ein bisschen irreführend. Manchmal sind es wirklich Gebäude, manchmal sind es solche Sachen wie das da. Das ist aber allerdings interessant. Kann ich hier landen? Nein! Ich sag noch, ne, von wegen. Da zu landen ist ein bisschen blöd. Moment, Augenblick, wo war das jetzt nochmal genau? Wie kann ich das jetzt am besten machen? X. Nicht so. Aber auch ein bisschen blöd. Auch wenn ich mich versuche, da irgendwie niederzulassen, das sollte gehen. Landebahn nicht frei. Schon wieder der nächste ganze Grünzeug hier. So, jetzt aber. Mann. Ja, klar. Ach, auch das noch. Verdammt. Es war ein wenig abschüssig. Entschuldigung, ich hab's nicht gesehen. Okay, bei der Gelegenheit. Ein Wegpunkt. Dann lass uns doch diesen Wegpunkt mal nutzen. Vielleicht werden ja interessante Sachen angezeigt. Kleine Siedlung entdeckt. Okay, und wir haben eine nicht identifizierte Pflanze, dann bei der Gelegenheit schauen wir uns das Ding doch mal an. Emfumeruria, alter uralt, Wurzelstruktur invasiv, Nährstoffquelle andere Pflanzen, oha. Anmerkungen, Pheromonbeutel und Primärelement ist Kohlenstoff. Okay. Jo. Nett, interessant. Gibt es hier noch andere Dinge, außer jetzt hier beispielsweise Gewächs. Quatsch, Gewächs sag ich schon. Kühlwasserstoff meine ich. Kristall. Okay, da gibt es Sauerstoff. So. Nehmen wir mal mit. Und ansonsten ab in den Raumer, beziehungsweise was sehe ich denn hier Schönes? Ja, ist ja gut. Ich will euch ja nichts. Solange ihr friedlich seid, bin ich's auch. So. Okay. Nehmen wir den Kollegen hier auch noch mit. Du hast das Wikin-Wort für visuell gelernt. Das ist schön. So, Raumschiff ist da. Ich hoffe auch noch einigermaßen heil.
meinen Flugkünsten. Das ist echt ein Wunder, dass das Ding nicht innerhalb von 2 Sekunden hinüber ist. So, kurz mal geguckt, wie sieht's denn aus mit... oh, da sollte ich tun. Genau, und da sollte ich auch was tun. Wir brauchen... das und wir brauchen das, um dann letztendlich das her... doch, kann ich davon noch ein oder warum habe ich mich jetzt da vertan? Moment, Augenblick mal. Ja. Ach, nur die Wasserstoff, nicht die Dinge, sehr gut. Das ist aber nicht schlimm, das können wir auch nochmal wieder gebrauchen. Okay, zack, rein damit. Notfalls gar nicht zu kaufen. So, wenn es also jetzt wirklich nicht irgendwie verwendbar sein sollte im Augenblick. Ups. So, auf geht's. Dann eine Runde scannen. Ein Gebäude, das unbekannt ist. Dumm ist im Augenblick, dass ich so gut wie nichts sehe. Ihr wahrscheinlich noch weniger. Ein bisschen unglücklich. Ich weiß, da vorne war ein Gebäude, aber da wollte ich jetzt nicht schon wieder runtergehen. Moment mal, wir hatten doch hier da dieses eine Ding gefunden. Ja, dann lass uns doch einfach mal dahin düsen. Was hältst du denn davon? Weit ist der? Überhaupt nicht weit, das trägt sie mehr oder weniger in der Nähe. Dann besuchen wir einfach mal diese kleine Siedlung. Und ich schau mal von dort aus nach, ob wir irgendwie Kupfer finden. Ansonsten muss ich mich einfach mal auf den Weg machen, dann hilft alles nichts. Dann halt eine etwas längere Reise zu Fuß hinlegen. In der Hoffnung, dass wir dann fündig werden. So. Ja, jetzt sehe ich natürlich relativ wenig von Wegen hier. Wie sieht's so aus mit. Ah, da kann man das, eine Landeplattform. Ob ich da auch richtig gut landen kann? Hervorragend. Ziel erreicht. Ja, immerhin etwas. Wir haben eine kleine Siedlung entdeckt. Machen wieder die Taschenlampe an. Moment. Geht das hier nicht? Oder habe ich da jetzt den verkehrten Knopf erwischt? Augenblick mal. Ah, jetzt. Alles klar. So, genau. Kleine Siedlung. Sieht ja ganz nett aus. Dann würde ich sagen, die werden wir uns dann bei der nächsten Runde mal etwas näher anschauen. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles Gute und genießt den Tag.